Ich möchte euch als nächstes eine ganz, ganz, ganz spezielle Lady vorstellen, die hier spontan einspringt, weil der Niklas Schrader von dem Abgeordnetenhaus Berlin leider heute nicht da sein kann, da er ein Kind erwartet, das früher kommt als gedacht. Und er tut seinen Papa-Duties nachgehen. Von daher im Reiste einen Applaus nochmal für Niklas Schrader. Und jetzt vom Cannafem Network, eine Unternehmerin, die mit Tatendrang auch gerne in die Cannabis-Branche gehen will und sie umkrempeln und anders machen, Female Power reinbringen. Give it up for Lisa Haag! Dankeschön, Dankeschön. Hi, wie ihr gehört habt, mein Name ist Lisa und ich bin vom Cannafem Network. Zuallererst möchte ich mich erstmal bedanken im Namen des Cannafem Networks bei den Organisatoren der Handparade, dass wir so kurzfristig noch sprechen und dass wir auch zu den Themen was sagen können, die uns bei Cannafem am Herzen liegen und zu denen wir uns auch zukünftig immer stärker einsetzen werden. Kurz zu uns, das Cannafem Netzwerk gibt es seit Anfang 2017. Wir sind ein loses Netzwerk für Frauen rund um Hanf und Cannabis. Das Cannafem Netzwerk ist so vielseitig wie die Hanfpflanze selbst. Wir sind Aktivistinnen, Landwirtinnen, Ärztinnen, um nur einige zu nennen. Ich bin Mama und ich bin Unternehmerin und heute auch Aktivistin. Dankeschön, Dankeschön. Schauen wir über den großen Teich nach Kanada und Amerika, sehen wir immer mehr Frauen, die sich auch in der Öffentlichkeit zu Cannabis bekennen. Sehen wir genauer hin, erkennen wir ein Muster. Es geht darum, den Menschen zu helfen, besonders den Menschen, die man liebt. Ich spreche hier von Müttern, die ihren Kindern Medikamente aus Cannabis geben. Und zwar nicht nur aus CBD, sondern auch mit THC. Wie die Eltern der 12-jährigen Alexis Portell, eine kleine Cannabis-Aktivistin aus Amerika, die sich mit anderen Patienten gerade Amerika verklagt. Sie sieht sich in ihren Grundrechten verletzt und kann nicht innerhalb Amerika frei reisen. Dank Cannabis hat sie über 2 Jahre keinen lebensbedrohlichen Anfall mehr gehabt und muss außer Cannabis keine anderen Medikamente mehr nehmen. Ich möchte betonen, der Kampf, den sie kämpft, könnte die Legalisierung in Amerika auf Landesebene bedeuten. Nehmen wir uns das zum Vorbild. Es geht bei Cannabis darum zu leben. Ich spreche von Müttern und Vätern mit Multipler Sklerose oder ALS, die dank Cannabis überhaupt wieder am Familienleben teilnehmen und für ihre Kinder da sein können. Ich spreche von Großeltern, Omas und Opas, die sich aufgegeben haben, sterben wollten und dank Cannabis die Freude am Leben wiedergefunden haben. Schauen wir weiter nach Spanien, in die Niederlande, in die Schweiz oder nach Österreich, sehen wir auch hier viele neue Welten, die sich auftun. Ich meine damit Textilien aus Hanf, Nahrungsmittel, Dämmstoffe, Baustoffe, biologisch abbaubares Plastik und umweltschonendes Papier. Ich kann auch immer wieder nur betonen, dass Highwerden nur eine von über 20.000 Verwendungsmöglichkeiten für Hanf ist. Wie viele reduzieren die Pflanze noch immer nur auf diesen Aspekt? Wir sehen, dass wir es schaffen, dass das Thema es schafft, immer mehr Menschen, junge und alte, Männer und zum Glück auch immer mehr Frauen für sich zu begeistern. Und es werden immer mehr. Schauen wir nach Deutschland, sehen wir auch hier die vielen Veränderungen und die Entwicklung. Das Cannabis als Medizingesetz kam für viele überraschend. Vieles läuft noch nicht reibungslos, aber es bewegt sich etwas. Die Politiker schenken dem Thema mehr Aufmerksamkeit, so auch die Presse. Die Stimmen werden lauter, die Menschen vernetzen sich vor Ort und über das Internet. Sie fragen sich, wie kann es sein, dass eine Pflanze, die so viele Möglichkeiten schafft, immer noch so stark reguliert oder gar ganz verboten ist? Warum wird es uns allen so schwer gemacht? Wir vom Cannafem Netzwerk möchten besonders die Frauen aufrufen. Werdet aktiv, schließt euch uns an, wir rufen euch auf. Die Aktivistinnen, die Journalistinnen, die Unternehmerinnen, die Wissenschaftlerinnen, die Ärztinnen, die Philosophinnen, die Mütter, aber auch die Lehrerinnen, Polizistinnen, Richterinnen. Wo seid ihr? Cannafem wird aktiv daran arbeiten, die Hürden in den Köpfen der Menschen abzubauen, damit sie sich trauen, ihren Arzt zu fragen, damit sie die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht, damit sie die vielseitigen Möglichkeiten auch verstehen, die sich uns durch Hanf auftun, damit wir die Augen nicht länger verschließen und vor allem, damit wir leben und uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Wir als Menschen, wie es ist, gibt es nur Verlierer. Aber eins ist sicher, wie es ist, wird es nicht bleiben. Dafür sind wir heute alle hier. Wir machen keinen Druck, wir machen einen Sog.
Zum Abschluss würde ich gerne eine persönliche Heldin aus meiner Kindheit zitieren, Pippi Langstrumpf. An einer Stelle in Pippi geht auf große Fahrt, da sind Pippi, Tommy und Annika auf einem Boot, in einem Sturm. Die beiden sagen zu Pippi, Pippi, der Sturm wird immer stärker. Das macht nichts, sagt dann Pippi, ich auch. Danke. Come on, ein bisschen lauter Applaus für Lisa.